Ein monumentales Hallo an alle Make-up-interessierten Kreaturen und an alle, die es vielleicht werden möchten. Hä? Wie? Was? Hi, mein Name ist Mickey Monumental, Make-up-Artist und Beauty-YouTuber aus Österreich, aus Wien. Willkommen auf meinem Beauty-YouTube-Channel. So, was machen wir heute, Abgefahrenes? Wir testen ein Produkt heute. Wie du sehen kannst, bin ich schon geschminkt. Ich hasse es, wenn ich das Intro im Nachhinein mache, weil ich bin debil und komme dabei durcheinander. Also ich hoffe, ich vergesse nicht alles sagen, was ich sagen wollte. Mal ein bisschen das Chaos hier bereinigen. Schlampig. Wir testen heute was von Catrice, nämlich diese Dinger hier. Die hatte ich in irgendeinem Video mal, beziehungsweise nein, ich habe euch gefragt, ob ich die testen soll. Und einige haben in die Kommentare geschrieben, ja, ich soll sie testen. Also mache ich das jetzt. Das hier sind kleine Lidschattenpaletten von Catrice. Die habe ich auch tatsächlich schon ein paar Monate rumkugeln. Ich bin nicht dazu gekommen, sie auszuprobieren. Wieso auch immer, sie sind liegen geblieben. Aber heute teste ich sie für dich, damit du weißt, wie sie sind, damit du sie dir vielleicht kaufst oder auch nicht. Diese Dinger hier nennen sich 5-in-a-Box Mini Eyeshadow Palette. Kostenpunkt ist jeweils 3,95 €, also echt nicht viel. Inhalt ist 4 Gramm. Sie sind auch ein bisschen pflegend, I guess. Also zumindest steht so drauf. Es ist hier Rosenöl drinnen. Außerdem ist das Produkt frei von Mikroplastik. Wenn du drauf Wert legst. Und es ist auch vegan. Wenn du drauf Wert legst. Das hier sind ganz klassische gepresste Lidschattenpaletten, weil, wie du vielleicht weißt, es gibt gepresste Lidschattenpaletten, dann gibt es gepresste Pigmentpaletten und es gibt auch noch gebackene Lidschatten. Das hier ist Team klassischer gepresster Lidschatten, falls das irgendeine Sau interessiert. Und ja, es ist ein absolut, ich glaube, bewusstes und sehr bewusstes Dupe zu den Natasha Denona Paletten. Natasha Denona hat ja auch diese kleinen Paletten, die genauso ausschauen. Voll fies, die Ur-Copycat. Ist aber nicht so schlimm, weil die von Catrice sind wesentlich günstiger und die von Natasha Denona sind... Scheiß die Wand an, Natasha Denona ist sauteuer. Ich glaube, Natasha Denona ist die Marke mit den teuersten Lidschattenpaletten auf dem Markt, also... Also so wirklich, wirklich, wirklich teuer. Wenn du Geld scheißen tust, wenn du Geld ohne Ende hast und es rauswerfen willst oder dir was gönnen willst oder dich belohnen willst oder wie auch immer, cheers, kauf dir das, schmeiß 200 € für Lidschattenpaletten raus. Kauf sie dir aber nicht, weil du erwartest, dass sie von der Qualität her besser sind. Es ist ein Lidschatten. Es ist ein Lidschatten. Es ist ein Lidschatten. Es ist eine Lidschattenpalette. Eine Lidschattenpalette besteht aus... Pigment, Talg, Mica und noch ein paar Bindungsmitteln, also... Es gibt also null logische Gründe, wieso man sich eine Lidschattenpalette für 200 € kaufen sollte. Sie wird nicht mehr machen als wie eine andere Lidschattenpalette. Ist es geil, macht es Spaß, wenn man das Geld dafür hat. Klar. So, genug von Natasha Denona, fokussieren wir uns auf die 5 in a Box. Ich habe alle 5 Paletten, alle 5. Voll verwirrend eigentlich, wieso gibt es hier nicht 5? Ich finde, nachdem die 5 in a Box heißen, sollte es auch 5 an der Zahl geben. Bla bla bla. Es gibt nur 4 Stück, ich habe sie alle für dich geswatcht, ich habe sie alle geswatcht und in Nahaufnahme aufgenommen und ich würde sagen, ich blende dir das einmal ein.
hoffe, ihr wisst alle Bescheid, dass Lidschatten-Swatches nicht unbedingt viel über die Qualität von einem Lidschatten aussagen. Es ist einfach nur eine Präsentation der Farben. Das hier würde ich beschreiben als safe. Das ist ein safer Kauf. Das ist ein gutes Produkt. Das ist ein easy Produkt. Es ist klein. Es ist praktisch. Es funktioniert. Es sind immer jeweils 3 matte Farben drin und 2 schimmernde. Die schimmernden Farben sind alltagstauglich, also es ist keine Disco, Inferno, 70s, Vibrations, Explosionsparty. Die Schimmerfarben sind sehr natürlich, sehr soft, sehr alltagstauglich. Jo, und bevor ich noch viel weiter quatsche, zeige ich dir mein Tutorial, wie ich diese Augen heute geschminkt habe. Okidoki, welche von denen werde ich verwenden? Welche spricht mich an? Ich glaube, ich nehme die hier. Was bist du? ED1er Golden Nude Look. Sie sind alle gleich aufgebaut. Du hast immer 2 schimmernde Farben und 3 matte Farben. Wir werden natürlich die Augenlider ein wenig vorher primen. So, den Primer habe ich euch auch schon oft in die Kamera gehalten. Das ist der von Guerlain. Es ist ein Parfümerie-Primer, also ein Primer aus der Parfümerie, nicht aus der Drogerie. Also ist ein bisschen teurer, aber er ist verdammt gut. Die helle Farbe schnappen wir uns als Basis. Als Crease Color, als Übergangsfarbe oder sprich die Farbe, die in die Lidmitte, in die Lidfalte kommen wird, nehme ich mir die hier. Um das Ganze ein bisschen tiefer zu machen, werde ich mir dieses Dunkel-Aschbraun hier nehmen. Ist gut pigmentiert, lässt sich super schön blenden. Ich hatte auch kein Fallout, ich hatte aber ein bisschen Kickback. Und ich glaube, in der Nahaufnahme kann man das gut erkennen. Was überhaupt nicht schlimm ist, nur sei halt einfach bei den matten Farben sanft. Die schimmernden Farben werde ich mit dem Finger auftragen. Das mache ich immer so. Ich empfehle es dir auch, dass du es mit dem Finger aufträgst. Es ist einfach sauberer, besser und pigmentierter. Glitzernde und schimmernde Farben mit dem Finger aufzutragen. Den goldenen tue ich einmal Lidmitte, Zentrum drauf. Die schimmernden sind sehr soft, also das ist kein Disco Inferno, keine Disco Glitzer Explosion, also das ist sehr alltagstauglich. Dieses hell schimmernde schnappe ich mir auch und das werde ich hier vorne nur so reintun. Wobei so ein bisschen unter die Augenbraue könnten wir ja auch. Super easy, cheesy, alltagstaugliche Paletten sind das hier. Mascara klatschen wir auch ein bisschen drauf. Das hier ist von Shein, die All-in-One Mascara Volume and Curl. Die hatte ich jetzt schon einmal ausprobiert und die war ziemlich gut. Klassische Borste natürlich. Ihr wisst mittlerweile, ich bevorzuge das hier und keine Gummisilikonbürsten. Tun wir uns auf die Lippen doch auch was drauf. Heute knall ich mir von Catrice den Voluminizing Lip Booster, allerdings den in Orange, diesen Spicy Ginger Shot. Der ist auch ein bisschen getönt, gefärbt und hat so ein bisschen beigen Glitzerschimmer. Finished! Tada! Absolute Kaufempfehlung. Ich empfehle die definitiv weiter. Sind schön pigmentiert, sind alltagstaugliche, kleine, praktische Paletten. Also so würde ich sie beschreiben. Das Einzige, was mir beim Swatchen nur so ein bisschen aufgefallen ist, die Nummer 4, diese Modern Smoky. Hier habe ich gemerkt, dass diese 2 matten Farben hier ein bisschen trockener sind. Aber minimal. Und wie gesagt, dieses Glitzerflitzer, eigentlich ist es kein Glitzerflitzer, dieses Schimmer, was hier drinnen ist, ist super leger, super soft, also wirklich alltagstauglich. Kaufempfehlung, ja. Okidoki, kurz und knackig, das war's von mir für heute. Lass gerne ein Like da, wenn du Bock hast und auch ein Abo. Es wäre fantastisch, es wäre gigantisch, es wäre galaktisch. Ich bin ein kleiner YouTuber, ich bin am Arsch der Welt und Support ist kein Mord, also lass ein Like da, ein Abo, aktiviere die Glocke und diesen ganzen Müll. Und wenn du Lust und Laune hast, Instagram, TikTok und Fritzbook bin ich auch unterwegs. Ich habe keine Ahnung, wann du dir dieses Video anschaust. Sollte es tagsüber sein, wünsche ich dir einen sehr monumentalen, sehr erfolgreichen und einen sehr gesunden Tag. Sollte es Abend sein oder kurz vorm Schlafen gehen, wünsche ich dir einen monumentalen Abend, monumentale Träume und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bye!